Ja, ich wollte gerade sagen. Wollte gerade sagen, was soll denn das hier? Wow. Ich bin gerade in die Schweiz reingefahren und schon eine Strafe bezahlt. Gefällt mir überhaupt. Sehr gut, wenn ich sowas erleben darf. Gut, Richtung Bären geht's nach rechts. Wir waren jetzt eigentlich nur noch nicht in England und Polen gibt es ja jetzt dann auch. Haben wir auch nicht. Haben wir da schon jetzt dann eigentlich durch? Geradeaus geht's nach Milano und Zürich. Wir fahren nach Bern. Ich weiß nicht, warum der langsam geworden ist. Auch noch halb voll. Schonen. So, da müssen wir jetzt runter. Nach Bern rein. Das erste Mal an den Bären. So, jetzt sehe ich dahin. Gut.
So, wieder ausgezeichnet. Ausgezeichnet Bonus für zerbrechliche Fahrt. Und für Dings, wir sind eine weiter. Der gefährliche. Wir nehmen da jetzt auch mal das veranlassen wir jetzt einmal, das ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Gut. Aufliegermanager. Passt, der ist jetzt wieder zu Hause. Fahrermanager. Das ist in der Nähe, der fährt gerade wieder nach Wien. Wird auch nach Wien. Gut, wir brauchen jetzt Aufträge in Bern, Brünn, Tschechien haben wir auch noch nicht. Hätten nach Wien was? Wollen wir lange Posen hätten? Düsseldorf und Dijon hätten denn nach Wassermelonen. Ich glaube, Wassermelonen hört sich so schlecht an, einmal. Sehr, sehr knapp. Gut, nämlich, wir nehmen jetzt wieder eben die Aufträge mal an. Dann noch unser zweiter Hasi-Bub Auflieger nimmt. Außerhalb von Bern holen. Mann, haben wir entdeckt. Das ist sehr gut. Dann haben wir wirklich jetzt geschaut, wie viele Kilometer es jetzt nach Wien dann sind. Gut, sind nach Genf auch schon mal gefahren, also. Das ist ja nichts anderes im Hotel gewesen. Aufpassen, sondern man kann auflegen mit.
Katzen. Du bist Wassermelone für mich. So. Kilometer doch, ja. Stanzel. Wir fahren Zürich, dann rauf Deutschland, München, Salzburg, dann eh schon hin runter. Okay, ganz ruhig. Das war jetzt knapp, aber wir sind gar nicht so schnell unterwegs gewesen. Boah. Gut, also nichts passiert. Ein kurzer Schock. Moment. Jetzt schon Bußgelder gezahlt haben für unter Ampeln oder generell? Gibt's eine Statistik? Gibt's eine, gell? Bußgelder letzten 2 Wochen. Das sind 1000 Euro. Wien-Genf, das war bis jetzt das weiteste, was wir gefahren sind. Der Strecke her, dann Paris-Kiel, Salzburg, Nürnberg-Lillé, Nürnberg-Mail, Genf-Nürnberg, Kiel-Lüttich, also da reiht sich ja schon was an. Was haben wir auch für Paris-Kiel bekommen? Genf. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt bekommen. Ich hab jetzt gar nicht geschaut. War auch 21. Ja, 29 auch ein schönes Sümmchen. Haben wir schon wieder 90. Hat meinen Kredit eigentlich schon wieder zurückgezahlt. Was ist denn? So. Oh.
die Autobahn. Auf Entspannungstour. Wenn wir dann vielleicht schlafen. Und zu der Tankstelle und Platz. Gerade weiter. Gestorben. Gut, aber sieht schon gut aus. Doodly. Stellplan müssen wir auf jeden Fall fahren. In Wien. Ich glaube nicht da. Das müssen wir dann wieder rüberfahren. Gut, wir werden auf jeden Fall jetzt bis zur nächsten Raststätte oder Tankstelle fahren. Dann wird auch diese Folge beendet, weil dann werde ich auch mal meine Aufnahmesession hier beenden. Aufmerksam von ihm.
Das ist die Schweiz. Das ist die Schweiz. Warum habe ich drüber von die Schweiz ist das. Jetzt nach Deutschland und dann gleich wieder nach Österreich. Oder Sticke? So 500 Meter tanken und schlafen. Dann unser erster Zwischenstopp. Obwohl wir könnten eigentlich dann noch weiterfahren, wir werden hier nur parken und dann ausmachen. So. Danke auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Baba.